So, hallo liebe Leute, heute ist der 1. Januar 2022 und an diesem Tag gibt es wieder etwas Besonderes zu berichten, weil heute ist der Tag, an dem ich genau vor einem halben Jahr meinen Hub gekauft habe und ich möchte mit dir gerne meine Ergebnisse teilen. Aber weshalb ist denn so ein Hub interessant? Was ist denn überhaupt ein Hub? Ja, das erstmal zuerst. Also, was ich unter einem Hub in diesem Sinne jetzt verstehe, ist zuerst einmal, ich habe einen Masternode. Ja, das ist ein Teil eines dezentralen Netzwerkes, woran ich quasi mit einer Stimme beteiligt bin. Und dieser Masternode befähigt mich gleichzeitig, quasi meine eigene Bank zu besitzen. Das heißt, stell dir vor, du hast deine eigene Bank. Du verfügst über dein Geld ganz alleine. Niemand anders bestimmt darüber, ob du dein Geld bekommst. Niemand kann das hier pfänden, ja. Niemand kann einsehen und absolut niemand hat Zugriff drauf. Du bekommst ebenfalls eine Kontonummer, eine IBAN-Nummer und gleichzeitig auch eine Kreditkarte und kannst deine Finanzen komplett selbstständig verwalten, ohne dass du auf eine Bank angewiesen bist. Das finde ich gerade in der heutigen Zeit extrem spannend und interessant, weil wer weiß, was noch alles kommt. Aber stell dir vor, deine eigene Bank produziert dir auch noch dein eigenes Geld, was du auch tatsächlich realistisch ausgeben kannst. Und genau das habe ich. Und ich zeige dir jetzt mal meine eigene Bank, beziehungsweise was meine Bank für mich inzwischen für Geld produziert hat innerhalb eines halben Jahres. Und dazu gehe ich jetzt mal hier rein. Ich mache mal eine Bildschirmübertragung. Und dann sind wir jetzt hier schon in meinem Konto bei Saphir angelangt. Du siehst hier verschiedene Zahlen, die sind aber erstmal gar nicht so relevant. Zum einen ist erstmal interessant hier, ich habe inzwischen 11.221 Coins fabriziert und das innerhalb eines Jahres. Jetzt kannst du es selbst runterrechnen. 11.221 geteilt durch 6 Monate mal 30, ja, also das sind dann 300, halb mal 180 Tage, also 11.221 geteilt durch 180 und dann kannst du hier quasi den Tagesbetrag, den ich erwirtschafte, errechnen. Ja, stell dir vor, du siehst hier rechts momentan den Wert in Euro, das ist aber im Moment nicht relevant. Warum? Weil genau es ist so, dass dieser Zenik-Coin aufgrund von verschiedenen Vorhaben, die das Unternehmen Zenik am entwickeln im Moment ist, und sobald diese Vorhaben umgesetzt werden, dann wird dieser Coin vom Wert her massiv ansteigen. Ich gebe nur mal einen kleinen Tipp. Vielleicht kennst du die größte Wechselbörse im Kryptobereich, die sich Binance nennt. Ja, mit einem Multimilliardenvolumen pro Tag, an manchen Tagen 35 Milliarden Dollar Bewegung nur auf Binance. Vor 4 bis 5 Jahren ist mir bei Binance der Binance Coin angeboten worden. Ich weiß nicht mehr ganz genau, er lag aber so zwischen 5 und 10 Cent. Ja, das war so vor 4, 5 Jahren. Inzwischen liegt der Binance Coin, vor kurzem lag er mal bei 650 Euro. Wahrscheinlich ist er momentan etwas weniger, weil gerade der Bitcoin etwas runter geht. Dann geht ja alles immer mit runter. Ja, aber gut, aus verschiedenen Gründen wird die Zenik-Wechselbörse, die demnächst an den Markt geht, extrem attraktiver als die Binance-Plattform, weil die Gebühren sind am geringsten von allen Wechselbörsen und zum anderen sind dort systemübergreifend sämtliche Coins tauschbar, ja, wechselbar, ja. Bei Binance und an allen anderen Tauschplattformen ist es so, dass nur einige
Coins gehen und einige gehen nicht. Ja, bei Zenik wird es so sein, es werden alle Coins gehen. Das heißt, du musst dich nicht mehr bei drei verschiedenen Plattformen anmelden und da den Coin in diesen Coin wechseln und dann darüber schicken, dann da nochmal wechseln und vielleicht wieder noch woanders hinschicken. Überall fallen Gebühren an. Stell dir vor, es gibt eine Plattform, wo du das gar nicht mehr machen musst, weil alle Coins verfügbar sind. Und dies, das auch noch die Wechselgebühren, die günstigsten am Markt sind. Du kannst dir selbst ausrechnen, dass auch du zur Zenik Exchange in diesem Fall wechseln würdest, falls du an Wechsel von irgendwas interessiert bist. Ja, wer würde denn nicht günstigere Gebühren in Kauf nehmen und eine Wechselbörse, wo einfach alle Coins handelbar sind, ohne dass man 3, 4, 5 verschiedene Plattformen braucht, überall den Ausweis hochladen muss und so weiter und so fort. Das brauchst du quasi alles nicht mehr. Das heißt, du kannst dann für einen Cent wechseln. Und das nächste ist die Zenik Exchange Plattform, die dezentral organisiert ist und wo man keinen Ausweis hochladen muss und. Ja, also man muss kaum Angaben angeben, keinen Ausweis hochladen und. Das heißt, extrem attraktiv für ganz viele Leute. Für mich ist es nur eine Frage von wenigen Wochen, bis diese Zenik Exchange unter den ersten 10 landet und ebenfalls Milliardenumsätze macht. Ich persönlich gehe sogar davon aus, dass diese Zenik Exchange Nummer 1 wird. Ja, mit ebenfalls einem Volumen von vielen Milliarden Dollar pro Tag. Und was macht Zenik? Die Zenik Exchange Plattform gibt 100% ihrer Gewinne weiter an die Zenik Coin Besitzer. Das heißt, der Zenik Coin ist nicht nur von der Nachfrage, vom Handel abhängig, sondern wir bekommen den Umsatz auf die Zenik Coins verteilt. Das ist einmalig in der Geschichte der Kryptolandschaft, würde ich sagen. Sowas hat es noch nie gegeben und solche massiven Produkte dieses Unternehmens Zenik, die übrigens auch mit dem Scheich in Dubai zusammenarbeiten, also ist quasi ein Stabilitätsfaktor, würde ich sagen, ja. Die haben die Technologie so entwickelt, dass es eben möglich ist, eine eigene Blockchain, auf der verschiedene andere extrem gute Projekte in Zukunft laufen werden. Ja, du kannst selber ausrechnen, was ich jetzt erwirtschaftet habe in 6 Monaten. Natürlich ist es so, wenn du jetzt deinen Hub kaufst, ja, für 1998 Euro einmalig, ja, dann wirst du nicht mehr so viele Coins machen wie her, weil aus verschiedenen Gründen, da gehe ich jetzt nicht näher drauf ein, reduziert sich die Produktionsmenge pro Tag von Zenik Coins von Monat zu Monat, von Jahr zu Jahr immer mehr nach unten. Das heißt, du wirst nicht mehr so viele Coins minten wie ich. Aber stell dir nur mal vor, du hast ja gehört, der Binance Coin liegt bei ca. 500, 600 Dollar. Stell dir nur mal vor, der Zenik Coin geht nur auf 100 Dollar. Jetzt rechne ich aus, bei 11.000 Coins, die ich jetzt schon habe, dann wäre ich jetzt schon Millionär. Also, es lohnt sich für dich, auch wenn zum Beispiel die Zenik-Plattform nur noch einen Coin am Tag ausschütten würde pro Hub, ja, dann würdest du jeden Tag bei 100 Dollar schon mal im Monat dann 3.000 Euro einnehmen, ja, so ungefähr, ja. Stell dir das vor, also es lohnt sich auf jeden Fall. Du musst halt nur meiner Meinung nach die Coins noch ein bisschen liegen lassen, weil der Wert im Moment noch etwas niedrig ist, aber es wird in diesem kommenden Jahr 2022 einiges passieren und der Wert des Coins wird auch in diesem Jahr meiner Meinung nach schon deutlich ansteigen. Und dann siehst du nicht mehr hier rechts 1659 stehen, sondern eine ganz, ganz andere Zahl. Ja, das zu dem. Wie kommst du zu deinem Zenik Hub? Du gehst hier links auf Shop, du gehst auf Blockchain Tech in diesem Fall. Dann hast du hier diesen Hub, du bekommst quasi dieses physische Gerät. Allerdings ist es momentan so, aufgrund von Lieferschwierigkeiten, dass man dieses Gerät produzieren kann, aufgrund der C-Situation, ja, dass es deutlich verzögert ausgeliefert wird, aber
Schon ab dem ersten Tag machst du deine Zenig-Coins täglich, ja, und irgendwann nach ein paar Monaten, ja, so ist es leider, bekommst du dann dieses physische Gerät zugeschickt. Mit diesem physischen Gerät kannst du all deine Bankgeschäfte tätigen, du kannst dort all dein komplettes Vermögen sicher speichern, aufbewahren, ja. Du bekommst eine IBAN-Nummer und du bekommst eine Karte, dass du an jedem Automat dein Geld abheben kannst. Ja. Du brauchst quasi überhaupt keine Bank mehr. Niemand hat mehr Zugriff drauf. Nur du. Ja. Nur du hast Zugriff drauf. Kein Staat, kein Finanzamt oder was alles sonst noch so geschehen kann. Ja, in der nächsten Zeit, wer weiß, niemand weiß es so genau. In diesem Sinne, ich hoffe, du fandest dieses Video spannend. Hol dir unbedingt deinen Zenig Hub. Unter diesem Video findest du sämtliche relevante Informationen und auch die Möglichkeit der Kontaktaufnahme zu mir. Du hast auch den Link, wo du dich direkt anmelden kannst und deinen Zenig Hub kaufen kannst. Es ist ganz einfach, wie du den Zenig Hub kaufst. Du gehst einfach auf, wenn du dich angemeldet hast und deinen Account aufgemacht hast, dann gehst du einfach hier auf Balance links, ja. Dann gehst du hier auf Krypto-Einzahlung zum Beispiel, ja. Und dann hast du hier die Möglichkeit, Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum oder Litecoin, Eurocoin vernachlässigen wir jetzt mal, weil der wird auf den wenigsten Plattformen bisher gehandelt. Oder Litecoin kannst du einzahlen, ja. Es gibt noch weitere Einzahlungsmöglichkeiten, die du hier siehst. Du siehst hier zum Beispiel, wenn es dann soweit ist, das Rädchen dreht sich noch, dann siehst du hier gleich noch mehrere weitere Einzahlungsmöglichkeiten in Form dieses Bank Deposit KYC Prozess notwendig oder des DOS Coinway. Mit diesen zwei Möglichkeiten kannst du ebenfalls Geld auf Saphir überweisen. Dann muss hier der Betrag stehen, in deinem Fall dann 1998 Euro. Ja. Und dann gehst du hier, wenn der Betrag hier drauf ist, auf Shop und dann auf Blockchain Tech. Und dann kannst du dir hier deinen Hub kaufen. Falls du jetzt nicht so viel Geld hast, um gleich einen Hub zu kaufen mit diesem Gerät, dann gibt es auch die Möglichkeit, den Minting Hub zu kaufen. Der produziert genauso viel Zenig Coins wie dieser. Nur du hast nicht das physische Gerät, ist aber 500 Euro günstiger. Du hast ebenfalls die Möglichkeit, hier eine Minting Farm zu kaufen. Ab 2950 Euro und das geht hoch bis 330.000, ja, zum Beispiel. Oder du kannst auch sagen, ich habe jetzt nicht so viel Geld, ich habe nur 100 Euro. Dann kannst du auch für 100 Euro ein 32. Hub kaufen oder ab 450 Euro einen Viertel und für 800 Euro einen halben Hub. Hol dir auf jeden Fall, wenn es geht, den ganzen Hub, weil dann kannst du auch deine Bankgeschäfte, wie gesagt, tätigen, sobald du dann das Gerät ausgeliefert bekommen hast. Und wenn es eben nicht geht, dann geht es eben nicht, dann hol dir zumindest mal einen Teil. Ja, und wenn du jetzt einiges übrig hast, auf der Seite hast, dann lohnt es sich auch, eine Minting Farm in entsprechender beliebiger Höhe sich zuzulegen. Wenn du noch Fragen hast, kannst du sehr, sehr gerne auf mich zukommen. Wie gesagt, unter diesem Video in den Kommentaren findest du sämtliche Möglichkeiten, wie du mit mir Kontakt aufnehmen kannst. Ich helfe dir auch gerne bei den ganzen Prozessen, damit es dir leichter fällt, falls du dich noch nicht so richtig auskennst. Und es gibt demnächst weitere Videos von mir und es gab schon Videos vor diesem Video. Da kannst du auch gerne mal gucken und da habe ich auch schon in verschiedenen Videos ganz viel erklärt, warum gerade Zenig, weshalb ist Zenig so interessant. Weshalb wird sich Zenig durchsetzen und weshalb wird der Zenig-Coin so stark ansteigen? Also zu all diesen gibt es schon Videos und zu diesem Thema und anderen Themen rund um Internetmarketing wird es immer wieder neue Videos von mir geben. Ich freue mich, dass du dies bis hierher zugeschaut hast. Ich hoffe, es war spannend für dich und melde dich bei mir und unter diesem Video findest du alles, was du brauchst. In diesem Sinne, hier war dein Klaus Anton Meyer.